Ich kann das auch. Rein. Er pennt. Was ist? Ich will da rein. Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör Nein. mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Brosch, komm schon. Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu reden. Bisher ist es ihm gelungen. Beruhig dich, Rosch. Die Anlegestelle vergammelt und der Fatzke veranstaltet eine Sauforgie am Lagerfeuer. Beruhigen soll ich mich? Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie zweimal pro Minute abfeuern, aber nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Rosch. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Ich hab Börde Rosch geschubst. So. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Oh, da bist du denn? Mit Spaß am Feuer mit Schnaps. So, mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Wie gut, dass der Angeblich haben Hexer ja keinen Ficktrieb. Schon gewusst? Fremde! Da bin ich aber auch nochmal. Ich nicht ausstehen. Was willst denn du, Scheusal? Was? Scheusal? Niedlich bist du jedenfalls nicht. Was? Also... Mach dir nichts draus. Frauen mögen Scheusale immer noch lieber als Lackaffen. Jedenfalls bist du wirklich bemerkenswert hässlich. Nümmerchen gefällig? Geht Was? Gerade nicht, aber ich könnte dich ja wiederfinden. Wie heißt du? Margarita. Boah, du bist echt hässlich. Willst du ficken? Was? Was? Der ist, was Gerard im ersten Teil bereits alles durchgenommen hat. Oh ja. Ich würde gern einen Kameraden überraschen. Dieses Häuflein Elend an der Balliste da. Letztens wollte das so ein Holzkopf, dass ich im Verse zitiere. Ich mag solche Extravaginanzen nicht. Ich dachte an was Traditionelleres. Und das wäre? Deine Spezialität. In Ordnung. Ich habe einen festen Honorarsatz. Aber nicht bei der Balliste. Wenn du mir so blöd kommst, zahlst du auch mehr. Wie? Extra Wünsche, extra Mücken. So läuft's. Meinetwegen. Gefallen gegen Gefallen? Es gibt was, das du für mich tun könntest. Mhm. Miron und Alphons, zwei Schergen von Loredo. Wenn du denen in die Ärsche trittst, revanchiere ich mich mündlich. Ich habe schon bei der Hinrichtung für ziemlichen Wirbel gesorgt. Kein Theater nötig. Es langt, wenn du sie irgendwie demütigst. Gut, mal sehen. Kriegen wir hin. Angeblich haben Hexer ja keinen Ficktrieb. Schon gewusst? So, was gibt's denn? Ich will mich mit dir im Armdrücken messen. Und, was habe ich davon? Na, nichts. Ich mach dich rund. Und wenn ich dich rund mache? Dann kannst du damit prahlen, dass du den Hexer besiegt hast. Du bist dieser Geralt? Der graue Wolf? Mhm. Gut, legen wir los. Siehst du wohl. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Welt. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juhai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Nein, 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 nein. Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. So, so müsst ihr das hinhauen. Ha! Easy.
Diesmal habe ich mich daran erinnert, wie es funktioniert. Mutter aller Hafenhuren, der alte Hase hat mich besiegt. Ich brauche eine Stärkung, wenn wir es futtern. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Wie ist der andere? Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in Gewill. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Und du scheißer sprach der Elf so dann. Jetzt kriege ich deine Mutter dran. Juchai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Ich mag Mutanten nicht. Ja, ich mag Muskeltrottel nicht. Danke. Was willst du, Mutant? Kannst du ja. Arm drücken will ich. Ich hasse Mutanten. Komm, ich zermalm dich. Wir werden sehen. Arm drücken kann ich besser als Würfel. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Komm, ich auf Event im dritten Teil. Ein kleiner Elf zog in die Willen. Ein Zwerg hat ihm mein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf. Beschissene Mutanten wie dich kann ich einfach nicht leiden. Ich weiß, ich weiß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Ja, du? Miron und Alfons. Haben die gekriegt, was sie verdienen? Ja. Klar. Schön. Werde ich mal sehen, was ich für den Guten tun kann. Ich suche noch den Briefkasten. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Ein kleiner Elf zog in die Welt. Ein Zwerg hat ihm mein Bein gestellt. Du deine Scheiße, sprach der Elf, so dann kriege ich deine Mutter. Treib dich hier nicht rum. Ach, Mist. Trauerklos, soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Jetzt wird Zeit für ein anderes Dienst. Tja, deine Kameraden amüsieren sich prächtig. Soll's dir schlechter gehen? Nee. Da gibt es, glaube ich, für die Switch. Ja. Aber wir haben ihn auf dem PC mit allen DLCs. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Ich glaube, wir haben sogar Eventkarten. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder. Geralt, komm runter. Wir müssen reden. Was? Warum nicht? Ich habe ein neues Spiel für dich, Mikro. Für die Switch. Du spielst Witcher. Ja? Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Okay. Soldat, zu mir! Haha. Oh. Was gibt's? Kann das? Wow, der ist am Pissen. Dieben hackt man hier die Hand ab. Die Latrine ist aber wirklich gut versteckt. Dein Glück, dass der Kommandant dich sprechen will. Gehen wir. Man hat den Hexer im Garten gefasst, Kommandant. Her mit ihm und lass uns allein. Zu Befehl. Wir haben gerade ein gewisses Problem erörtert. Du kommst auch in Geschäften? Der Kommandant will mich sprechen. Dann lasse ich euch allein. Auf Wiedersehen. Na endlich. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Am Arsch der Welt suche ich den Arsch. Was sonst? Das Spiel braucht seine eigene Micro-SD-Karte und mindestens 32 GB freiem Speicher. Habe ich!
Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Hier? Die Skoyatel hatten ihre Finger im Spiel und ihre Spur führt nach Flotsam. Ein Glück, dass du auf Bernhard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Können für die Switch. Noch nicht. Was nicht ist, kann noch werden. Was ist mit Vernon Roche? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Roche? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Du hast den Kairan getötet, wie ich höre. Flotsam dankt. Die Schuld deiner Freunde ist damit abgetragen. Sie sind frei. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Ha. Ha. Da mische ich mich nicht ein. Das ist eure eigene Schuld. Für Banditen gibt es kein Erbarmen. Ha. Diese Wälder gehörten einst den Elfen. Aus ihrer Sicht sind die Menschen Banditen. Gewäsch! Alte Rassen! Ältere Rede! Rattenschiss! Sie brennen Menschensiedlungen nieder, vergiften die Brunnen und töten, wen sie auf den Wegen kriegen! Hexer, du begreifst nicht. Nein, du begreifst nicht, Loredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich wechselbald schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her, du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg, da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger? Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss der Skoyatel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau bunte Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Du hasst die Anderlinge. Ich hasse Jorvet. Feiglinge hasse ich, die Wehrlose niedermachen, statt sich Soldaten zu stellen. Diesen Hund, der da bellt, er kämpfe für die Freiheit, während er Frauen und Kinder metzelt. Er ist ein Ungeheuer, Geralt. Eine böse Macht, vor der ich die Leute beschützen muss. Wer so einem Ungeheuer hilft, der ist selbst eins. Schon gut, ich habe verstanden. Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee, aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernhard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorvet in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvet.
Ich spreche mit Sultan. Hoffentlich fasst du den richtigen Entschluss. Leb wohl. Zähl mal dann. Was denn? Was denn? Kasten? Hier irgendwo? Briefkasten? Ja! Oh, ich habe den Briefkasten gefunden. Yeah. Wo geht's hier eigentlich? Kein Durchgang. Okay. Geht's hier raus? Haha! So hab ich mich schon lange nicht mehr angesehen. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf. So. Also, wir sollen mit Sultan reden. Lies alle anderen Briefe, die du in dem Kasten findest. Oh, was? Geralt fand den Briefkasten der königlichen Post. Da kam ihm der Gedanke, dass sie vielleicht geheime Informationen von speziellen Boten enthielt. Loretos Briefe waren bestimmt eine interessante Lektüre. Geralt besann sich nicht lang, sondern machte sich über den Inhalt des Briefkastens her. Ja, und Schlüssel ging noch schlecht, ne? Vor allem aber warf unser Held das Logbuch des Kapitäns der Petrasilie ein. So viel sei verraten. Es erreichte sein Ziel und löste einen Riesensturm aus. Davon ein andermal mehr. Genug gesungen. Gut, ich gehe noch mal rein. Ich brauche einen Schlüssel. Guten Tag. Stört ja gar nicht, wenn ich das mitnehme. Mit mir? Vielleicht oben. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Pack dich. Verdammt. Was gibt es Neues, Hexer? Ich brauche Schlüssel. Schade. Mist. Vielleicht nächstes Mal. Da wir weder runter noch hoch. Kennt ihr das? Was denn? Ein kleiner Elf zog in die Willen. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juhai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Was? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Dieser Drecksack hat mich nicht reingelassen. Passiert, Bernie, passiert. Wir sehen uns später. Denk an die Waffe. Danke, hätte ich jetzt vergessen. Das Bernd ausrüsten. Bei Mass Effect auch immer faszinierend, wenn man die Leute vor ihren Augen beklauen konnte und die haben nichts dazu gesagt. Gut, was willst du bei Witcher halt auch sagen? Geld, ne? Oder Leben. Der klatscht dich halt sonst einfach weg. Und in Mass Effect? Hey, du bist Spectre, du darfst machen, was du willst. So. Wann machen wir Schienes? Was machen wir Schienes? Wir könnten unseren Lohn einheimsen. Yeah. Lohn einheimsen. Alles in Ordnung? Jo, alles super. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot.
Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Danke. Sieh an. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und stromabwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorwerts, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Loridos Laufbursche ist ganz schön dreist. Hält sich für einen König, der mit Bettelpass Geschäfte macht. Wenigstens sind wir uns einig. Naja, fürs Erste. Hallo, Bonnisch. Musst du noch mit Zoltan reden? Zoltan! Mit Zoltan reden!